Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Mit Chefkoch um die Welt. Ich bin Lars und ich befinde mich gerade zumindest gedanklich in Japan, denn wir kochen heute Katsudon. Katsudon ist im Endeffekt ein Schnitzel auf Reis. Das Wort setzt sich auch zusammen aus den Worten Tonkatsu, das bedeutet paniertes Schweineschnitzel, und Donburi. Donburi ist eigentlich das Wort für Schüssel, aber es beschreibt auch ein Reisgericht in einer Schüssel. Deshalb zusammengesetzt Schnitzel auf Reis in einer Schüssel. Ja, wir brauchen für das Gericht auch Dashi. Dashi ist eine Brühe, die in sehr vielen Speisen verwendet wird, unter anderem natürlich in Miso-Suppe. Und die gibt so richtige Power, Umami-Kick. Und Dashi stellt man her, entweder, es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit Kombu-Algen, oder man kann auch aus Shiitake-Pilzen Dashi herstellen oder aus Katsubushi. Fisch, der dann ganz dünn aufgehobelt wird, der gibt nochmal richtig viel Kraft in der Brühe. Oder man kann auch eine Kombination machen. Also häufig wird auch Kombu mit Katsubushi gemischt. Das werde ich heute machen. Und zwar muss man zuerst mal die Kombu-Algen in kaltem Wasser einweichen, also für mindestens 30 Minuten, besser noch über Nacht. Und dann eben im Topf ganz leicht aufkochen, also nicht aufkochen lassen komplett, sondern so, dass langsam ein paar Bläschen hochsteigen an den Algen. Das darf nicht richtig kochen, weil dann, sonst werden die einfach zu, die werden dann sehr glitschig. Möchte man nicht, deshalb langsam Temperatur geben, dass ein bisschen Bläschen hochsteigen und dann der Schaum, der da entsteht, den werde ich nachher auch entfernen. Und in der Zwischenzeit können wir weitermachen, schon mal das Schnitzel vorbereiten. Ich habe jetzt hierfür ein Schweinekotelett ausgewählt. Man sieht, das hat ein bisschen Marmorierung, hat ein bisschen mehr Fett. Ja, das ist Geschmackssache, was man lieber mag, ob man jetzt ganz mageres Fleisch möchte, wie bei einem klassischen Wiener Schnitzel zum Beispiel, oder lieber sowas. Ich finde, sowas gibt immer viel mehr Geschmack, deshalb ich würde eigentlich empfehlen, so ein Kotelett zu nehmen, was ein bisschen durchzogen ist. So, und jetzt geht man auch hin, wie bei einem Wiener Schnitzel zum Beispiel, und klopft das platt. Ich mache das hier mit so einer Rolle, kann man natürlich auch mit, also so eine Holzrolle, kann man natürlich auch mit einem Fleischhammer machen oder was anderem, was dafür geeignet ist. Ja, einfach ein bisschen schlagen. So, das reicht auch schon. Das Klopfen ist einfach nur dafür da, dass das Fleisch nachher auch schön zart ist. So, die Dashi-Brühe ist jetzt auch langsam hier fertig. Man sieht, hier steigen jetzt schon Blasen hoch. Also hier dieser Schaum, dieser weiße Schaum, den sollte man am besten abschöpfen. Und jetzt können die Algen entfernt werden. Die müssen übrigens nicht weggeschmissen werden. Man kann sehr gut daraus Algensalat machen. Einfach in dünne Streifen schneiden, ein bisschen marinieren. Mit Sojasauce, Sesamöl zum Beispiel, Sesamkörner und Essig. Jetzt kommt in diese Dashi, die bis jetzt nur aus Algen ist, kommt noch Bonito-Flocken rein. Es gibt den extra Umami-Kick. Umami ist ja der fünfte Geschmackssinn. Wir haben ja süß, salzig, bitter, sauer. Und Umami ist halt der fünfte Geschmack, der ja, Kraft gibt, der Sachen rund wirken lässt, so vom Geschmack her. Also das muss auf jeden Fall sein. Genau, das jetzt einmal aufkochen lassen und dann die Temperatur wieder reduzieren. Nur noch bei niedriger Temperatur etwas ziehen lassen, dann sinken die Bonito-Flocken gleich zum Boden. Und dann ist es auch bereit, dass wir das absieben können. Das können wir jetzt einfach durch ein Sieb abtropfen lassen. Hier durch so ein Küchentuch zum Beispiel am besten ablaufen lassen, damit sich da die Bonito-Flocken auch fangen. Dann haben wir nachher eine ganz schöne klare Brühe. Weiter geht's dann mit dem Schnitzel. Das panieren wir jetzt. Dazu wird das ganz klassisch, wie ein Wiener Schnitzel eigentlich auch, zuerst meliert. Jetzt wird das Schnitzel in Ei gewendet, ruhig, dass überall gut Ei ist. Und dann kommt es in Panko. Panko ist ein japanisches Paniermehl. So, in der Pfanne habe ich hier Öl. Es muss wirklich richtig viel Öl sein. Das muss gleich schwimmen im Öl, das Schnitzel. Das Öl ist heiß genug. Es sollte auch nicht zu heiß sein, damit euch gleich nicht das direkt verbrennt, wenn das reingegeben wird. So ungefähr 160, 170 Grad wäre ganz gut. Zwischendurch auch umdrehen, ruhig schon mal. Sieht schon, das wird schon ganz schön
goldgelb. So, während das Schnitzel jetzt gar wird, bereiten wir quasi die, ich sag mal, Soße zu. Dazu benötigen wir die Dashi. Ich gebe jetzt mal eine Kelle, eine gute Kelle pro Schnitzel. Dazu kommt Sojasauce, dann etwas Sake, das ist ein japanischer Reiswein. Und zum Schluss noch etwas Melin. Ja, das ist auch eine Würze aus fermentiertem Reis mit Zucker und etwas Alkohol auch. Ja, das nimmt man häufig auch, um ein bisschen Süße an die Speise zu geben. So, hier kocht jetzt auch schon die Dashi-Mischung. Dazu kommt Gemüsezwiebel, die wird jetzt einfach da reingegeben. So, jetzt den Deckel drauf geben und das Ganze bei mittlerer Temperatur für ungefähr 3-4 Minuten köcheln lassen, bis die Zwiebeln schön weich sind. So, das Schnitzel ist jetzt fertig. Das nehmen wir jetzt hier raus. Und jetzt wird das Ganze geschnitten in Streifen. Ja, am besten mit einem großen Messer schön in Streifen schneiden. Dünne Streifen, so 1 cm ungefähr dick. Jetzt kommt nämlich das geschnittene Tonkatsu in die Pfanne und dann kommt dieses verquirlte Eigelb über das Schnitzel. Einfach drüber laufen lassen. Deckel drauf, die Hitze ganz klein oder kann man eigentlich schon quasi ausmachen, weil das muss jetzt nur noch mit Deckel drauf stocken, das Ei, dass das ganz leicht gestockt ist. Und dann kommt es auch schon auf den Reis. So, und das ist jetzt auch hier fertig. Noch ein paar Frühlingszwiebeln drauf. So, fertig ist Katsudon. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!